Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rollenspiel-Let's Play von Minecraft. Isalt ist dem Server von Isalthundler, einem guten Kumpel, den ich schon über ein Jahr supporte auf dem Server. Wir haben schon viel gebaut. Ja, ich war nicht so aktiv, weil ich immer wieder Internetprobleme hatte. Einfach die WLAN-Strahlen kamen nicht immer an und deshalb wurde ich immer ausgelockt. Aber jetzt, seit ungefähr einem Monat, spiele ich sehr gerne hier und aktiv. Wir haben schon viel gebaut während den Livestreams. Und ja, ich mache im Rollenspiel. Also wir bauen hier eine Mall, also ein Supermarkt. Auch mit Museum und Zoo. Und ein riesen Aquarium kommt auch noch drauf. Wir werden sehr viel zu tun haben. Genau, und ich bin einfach so der Manager und Chef dieser Mall. Und viel haben wir jetzt rollenspieltypisch noch nicht gemacht in den Livestreams. Ich war einfach immer wieder ein bisschen abgelenkt. Auch durch die Zuschauer immer wieder grüßen und so. Ging nicht so gut. Und ich habe ja leider Asthma und immer trockenen Hals. Der schmerzt dann nach einiger Zeit viel reden. Deshalb ist es nicht so gut gewesen. Ich werde sicher wieder livestreamen, wenn wirklich die Leute da ist. Wenn die Interesse da ist, werde ich weiter livestreamen. Aber ich bin ja jetzt schon öfters am YouTube-Video hochladen einfach. Und jo, also wir haben hier einfach die Werkstatt noch. Das wird dann später schon das Einkaufszentrum hier. Und immer die schönen Balkone. Die gehen dann hier weiter und so weiter. Wir haben hier einfach mal den Boden so gemacht, damit es ein bisschen einladender aussieht mit Teppich. Und ja, hier hat jemand einen Banner gemacht. Wird wahrscheinlich ins Museum kommen oder so. Vielleicht kann ich sie auch nicht gebrauchen. Und hier schön noch offen. Wird alles gebaut. Hier kommt die Bar hin. Mit einer Luxusbar. Und noch ein Eisrestaurant, also Eisdiele. Bloß noch Restaurant. Und dann kommt hier auch wieder so ein roter Turm hin. Das müssen wir alles noch entfernen. Und den roten Sandstein machen, aber den habe ich sehr selten. Ja, oben zeige ich dann mal später. Hier haben wir einfach noch die Feuerstellen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wir müssen jetzt, habe ich alles equipped, ja. Wir müssen jetzt in die Farmwelt gehen. Machen wir drei. Da ist noch nicht so viel gefarmt worden, außer mega viel Sand. War ich auch zu spendig für das alles abbauen. Das ist ja die Farmwelt. Und dafür. Oh, ja. Sehr viele Monster in der Nacht. Ja, wir haben aber schon ein bisschen OP-Equip. Also so viel Schaden bekommen wir auch nicht mehr. Sehr gut. Looting-Schwert. Ich glaube, das ist noch nicht Maximum Looting. Da habe ich Looting 3. Plündern, glaube ich, auf Deutsch. So. Da kommen noch mehr von den Wüstenzombies. Ja, besiegen wir die zuerst. Oh. Da hat es irgendwie so einen Server-Bug gegeben. Kohle könnten wir auch noch ein bisschen gebrauchen. Wir haben aber schon viele Items, also so viel Grinding wird es nicht geben. Jetzt müssen wir einfach ein Mesa-Biom finden, weil ja, die Home-Punkte wurden mal resettet. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehen kann. Vielleicht ein Bug vom Plugin. Essentials ist es, glaube ich. Mit Home-Punkten. Jo. Wir stehen auf der Map, ich habe schon ein bisschen erkundet. Da bin ich einmal gestorben. Aus Dreizackgründen, die sind halt sehr, sehr stark, die Dreizackangriffen. Ja, könnten wir eigentlich entfernen, wenn ich den Wegpunkt finde. Ja. Löschen, löschen. So, jetzt sind sie weg. Jetzt werden wir einfach kurz ein bisschen suchen nach einem Mesa. Sie sind halt sehr selten. Könnte ein bisschen dauern, sonst suche ich einfach, solange die Aufnahme nicht Ding ist. Wir können nämlich überall noch Home-Punkte setzen. Wir haben genügend, ich glaube 15 sind eingestellt.
Also lange suche ich nicht, also für euch, die es nicht so interessieren, ja, so nicht lange. Und ich mache ja nebenbei Rollenspiel. Oh, es ist plötzlich sehr kalt. Ja, wir sind ja noch Entertainer. Wir könnten ein bisschen für lustige Dinge sorgen. Was soll ich Lustiges machen? Ja, die Seefahrt, die ist lustig. Tralala. Der schlechteste Komödiant der Welt. Drago Basler. Haha. Wir brauchen unbedingt Meerbiome und hier sieht es nicht so aus, als würde ein Meerbiome sein. Aber ich weiß, Richtung Osten müsste irgendwann mal eins kommen. Weil die Farmwelt wurde resettet, aber das Seed wurde nicht gewechselt. Also ich müsste eigentlich im Livestream nur noch das noch finden können. Aber es war weit nach Osten und durch einen Dschungel und dann kam das Mesobiom. Also hier drüben müsste es dann irgendwann mal kommen. Ein anderes Mesobiom ist sowas von unwahrscheinlich und ja, Boot fahren geht schneller. Ist halt auch ein bisschen langweilig fürs Zuschauen, aber ich kann gerne etwas anderes nebenbei noch machen. Mache ich auch immer wieder gerne, wenn irgendwas nicht spannend ist. Aber das Wichtigste ist halt für die Leute, für die Videomacher, die brauchen einfach Aufrufe und Aufrufedauer. Also Videoschaudauer. Und wenn ihr eben viel zu viel Sonstiges machen tun müsst, dann macht einfach mehrere Sachen gleichzeitig. Ihr könnt auch auf Still, auf Muten machen. Das hilft natürlich den Leuten schon sehr. Ja, und Minecraft hat halt nicht immer so einen guten World Generator, wo immer wieder alle Biome in der Nähe sind. Es dauert halt einfach ein bisschen. Ja, die schönen Eisbären beim Tanzen zusehen. Okay, das kommt mir auch bekannt vor hier. Wir müssen über die Berge. Oh, wie cool der Eisberg aussieht. Mega geil, der jetzt hier beim bei der Kamera ist, beim Auswahl, wie sagt man dem, Steuerkreuz, Auswahlkreuz oder Zielkreuz, irgendwie so etwas. So, einfach beim Mausbutton. So, also, da hat zwei Selamas. Da habe ich schon zu Hause welche. Ich habe leider nicht mehr die braunen, die ich im Livestream mal geholt habe. Vielleicht gibt es die auch irgendwo in der Nähe, dann können wir sie wieder farmen. Okay, da hier wieder Wasser ist, legen wir wieder. Ich glaube, die Hasen. Ah, sind Hühner gewesen. Die Hühner und so sterben einfach, weil sie falsch gespawnt werden. Das liegt auch irgendwie ein Grund an den Hosts oder so. Ah, hier haben wir ein Dorf. Sehr schön. Gehen wir mal kurz ins Dorf. Ah, genau, das ist dieses Dorf. Ein Zombie-Spinnendorf-Spinnennetzdorf. Genau. Aber die Zombies sind leider von einem anderen Spieler getötet worden. So. Okay, ziemlich groß. Ich schaue immer gerne noch unter Wasser, ob es irgendwie, ja, genau, Leuchttintenfische gibt. Die sind sehr wichtig für mich, weil ich mache sehr viele Schilder, die einfach Leuchtschrift haben. Ist sehr vonnöten. Zwei oder drei? Ja, drei. Haben wir mit einem gefunden. Eine Katze, eine Schmiede. Könnte irgendwas drin sein? Ein Schimmel. Was haben wir denn hier? Okay. Das ist nicht genau das, was ich brauche. Ein Hühnchen nehmen wir mit. Dann machen wir gleich mal eine Schulkebox hin. So, ich habe halt auch viel im Inventar. Ich möchte nicht so viel im Inventar haben. Sondern eine Schulkebox. Welche Schulkebox
die eigentlich gut. Ja, die ist ziemlich gut. Also ab hier machen wir einfach mal ein paar Sachen rein. Crafting Bench brauchen wir eigentlich auch nicht sofort. Knochenmehl nehme ich mit. Und die zwei Behutsamkeit. Werkzeuge nehme ich auch mit. So. Und jetzt Schwelgerbox wieder dorthin. Gehen wir noch in die Kirche. Da gibt es meistens einen Braustand. Ich brauche natürlich sehr viel Braustände für die Bar. Die muss auch immer wieder sehr oft ja, benutzt werden für die Spieler. Die brauchen auch immer wieder so ja, Feuerresistenztränke, Speedtränke vor allem. Die sind, glaube ich, am beliebtesten. Armortränke und so, ich weiß jetzt nicht genau, die jetzt oft eingesetzt werden für Bosskämpfe. Ich werde dann alle Spieler müde fragen, was sie für Tränke gerne hätten. Also Splash Shield Potion natürlich. Und ja. Hat einfach Bier und Ding, da muss ich mit einem Command-Block die erschaffen. Ich werde mal den Isaltundler fragen, ob er das gestattet, dass ich Bier und Wein herstellen darf mit einem Command-Block. Oder er mir die einfach immer wieder liefert, weil er kann das natürlich machen. Er ist natürlich der Owner, unser Meister nennen wir sie. Und Co-Meister. Ich bin ja Co-Meister. Schade, dass er nicht Co-Meister schreibt. Sollte eigentlich für alle klar sein, dass Meister Meister heißt. Aber einfach ein cool. So richtig cool. Ah, ich finde es so geil, jetzt kurz in die Berge zu gehen und hier schön in die Taiga rein. Erst kürzlich habe ich im Fernsehen geschaut, wie man das am besten merken kann. Taiga von Tiger Woods heißt also Tannenwald. Und Tundra ist einfach dann das andere. Der Tiger Woods oder der Tiger Woods ist natürlich ein guter Golfer gewesen und sehr bekannt. Und deshalb tut sich das sehr gut merken lassen. Okay, nochmal ein Dorf, sehr schön. Weil Dörfer brauche ich einfach wegen den verschiedenen Benches für die Dorfbewohner. Also schauen wir mal, nehmen wir mal ein paar Benches mit. Da haben wir zum Beispiel mal einen Schmiedetisch. Ja, Schmiedetisch. Ja, und die Dorfbewohner muss ich dann auch irgendwie mitbringen können. Ich werde einfach mal ein Dorf in der Nähe einfach mal ein bisschen ausbauen. Und dann einfach die Dorfbewohner, die da extra sind mit der Lore oder so, nach Hause bringen. Wir haben genügend Lore. Schienen und so. Also das ist sehr gut machbar. Okay, die Steine, die stelle ich nicht so gerne her. Die nehmen wir mit. Die oberen auch. Die Ziegelsteine. Es gibt kaum irgendwelche. Ja. Crafting Benches. Also, ja, aber die. Ja, da in den kleinen Hütten sind eigentlich nie, glaube ich. Eisenkohlen kann auch leben bleiben. Mein Kumpel, der Sweetie Skill, ist eigentlich der beste Mitspieler. Also, der einfach die besten Sachen baut für mich. Hilft mir dabei natürlich. So, ich würde gerne noch die weiße Keramik mitnehmen. Geht ja sehr schnell mit der Spitzhacke, die eigentlich schon fast voll verzaubert ist. Ich glaube, es fehlt noch ein Eifer drauf. Kann das sein? Ah, Effizienz ist 5, das ist Maximum Glück. Also eigentlich ist es komplett. Ich weiß nicht, ob noch ein extra Mod hinzukommt. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt nicht immer so mega am Minecraft spielen.
Bin halt eher so ein Casual-Spieler, der sich jetzt nicht auf ein Spiel konzentriert. Und vor allem auch schnelle Spiele liebt. Und das ist Minecraft meistens nicht so schnell. Ja, werdet ihr sicher verstehen können. So, also. Direkt mal schlafen. Und, Tatsachen, weißes Bett. Ich würde gerne mal eine andere Bettfarbe nehmen. Hier hat es, glaube ich, nur gelbe Bette noch gehabt. Einfach mal setzen. Der Eisengolem ist hier hochgekommen, okay. Hat sie ein Bett drin? Nein, jetzt gar nichts drin gehabt. Hier hat es gelbe Wolle, war ich nicht. Ah, no. Interesting. Okay, das ist das einzig gute Haus noch. Aber wo hat es diese Häuser mit Betten drin? Ich glaube, so ein kleines. Dann gehen wir den kleinen unten noch anschauen und das oben. Sicher ein Bett drin. Ein weißes. Aber ein gelbes Bett war hier auch irgendwo. Ich glaube, da rechts. Wir auch ein weißes. Gehen wir mal kurz noch in dieses Haus dort. Blumen habe ich schon viel gepflückt. Ich weiß. Mich, also ich finde es sogar noch interessant. Da ist das gelbe Bett. Sehr schön. Gelb ist schön für eine Bettfarbe, aber. Ich würde gerne ein blaues oder ein türkisches Bett oder grünes Bett haben. Grün sind die Betten, glaube ich, in der Wüste, ja. Müssten wir ein Wüstendorf finden. Ich weiß nicht, ich mache ja auch ein Hotel. Ob ich da irgendwie farbige, also je nach Raum, eine andere Farbe nehmen soll. Ich kann ja alle Färben easy herstellen mit meiner Schaffarm. Alles wirklich sehr, also jetzt momentan gerade noch nicht, weil ich die Gehege auf die Pyramide drauf machen muss. Und dort muss ich ein Portal, ein Adamant zerstören, also kaputtes Portal. Ruinenportal oder so auf Deutsch. Dass ich dort einfach die Tiere hochmachen muss und dann mache ich das wirklich sehr tierwohlhabend. Da ich das auf. Okay. Goldbahn. Glück 2 Schaufeln nehmen wir mal mit. Ich sammle einfach die Sachen für das Museum. So, machen wir die Box zuerst voll. So. Jo. Tut mir einfach leid, dass ich jetzt hier nicht unbedingt neu anfangen kann, weil es allein ein Server ist, wo ich schon sehr lange gespielt habe im letzten Monat. Jo. Aber so ist es natürlich besser. Es macht vielleicht euch auch mehr Spaß. Dann zuzuschauen, wenn ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit irgendwie meinen müsste oder so. Ich habe einfach genügend Materialien, damit ich mich mehr auf Rollenspiel konzentrieren kann und aufs Bauen. Das Bauen, das wird ein Großteil sein. Ich werde natürlich alles auch ein bisschen rollenspieltechnisch interessanter machen. Und das meiste werde ich gar nicht in den Aufnahmen bauen und farmen. Also ich werde sehr wenig farmen. Jetzt einfach im ersten, zweiten Part und so muss ich halt ein bisschen farmen. Aber alles andere ist dann natürlich richtiges Rollenspiel, auch vielleicht mitspielen. Wir sind momentan komischerweise nicht online. Keine Ahnung. Es kann sein, dass einfach die Leute jetzt momentan weniger Interesse haben, weil 1.18 auch bald kommt. Der Server wird wahrscheinlich sofort 1.18 sein. Mal gucken, wie schnell da das Paket des Satzzeugs ist. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es hat irgendwie so einen ja, vulkanähnlichen Namen. Magma oder so etwas. Keine Ahnung, was er genau nutzt. Okay, da haben wir, glaube ich, wieder ein Dorf. Die Minimap ist ein bisschen klein.
Aber ich hab's nicht so gerne, wenn die Minimap so riesengroß ist. Ich hab's extra so klein gemacht. Ja, und das ist ein Dorf, sehr schön. Oh, ja, eines der schöneren Dörfer. Wir fangen, glaube ich, links an. So, das Tauchen ist leider nicht so schnell, wie ich dachte. In anderen Games ist einfach das Tauchen viel besser. Ja, so ein pinkes Bett nehmen wir mit. Finden wir so, ist das nicht so häufig. Also eigentlich in diesem Dorftyp, Tigerdorf. Gut, nehmen wir doch alles mit. Wir sind ja auch die ersten Finder des Dorfes. Okay, das ist selten. Spitzhacke schneller. Ja. Das ist selten. Hallo. So, und das Einsortieren, so ist es. Dauert sehr lange, das tue ich sowieso nicht zeigen. Oh. Eine komische Truhe. Gar nichts. Und ja, vielleicht gibt es ja dann auch noch den Bungee-Cord-Server, also einfach diesen Server auf. Ist nicht unbedingt so für safe Spieler. Also nicht die Regeln und alles Mögliche so heftig. Und auch nicht so Rundspiel vorhanden. Und dort werde ich vielleicht auch noch ein Let's Play machen. Aber dann ist natürlich besser schützen. Vielleicht werde ich dort auch richtiger Meister sein. Die werden ja nicht abgebaut. Also Behutsamkeit schon. Sollen wir die mitnehmen? Geht das mit einer Spitzhacke? Meine Behutsamkeit Axt habe ich noch nicht. Es geht scheinbar. Die werden auch schön gedroppt. Oder das Item. Das hat eine Flamme. Oh, blaues Bett, das nehme ich mit. Ja. Sehr gut hinplatziert worden von Minecraft. Ein Wolf, okay. Aber. Ah, Webstuhl ist sehr wichtig. Die sind sehr selten. Okay, ein cooles Haus. Eigentlich sehr schön designt. Manchmal einfach die Dächer sehr klein machen, sieht auch sehr schön aus. So, fahren möchte ich auch gerne noch mitnehmen. So, mal alles, was bettähnlich ist, so Workbench ist hier rein. Ja, und ein Bett halt noch hier rein. Eine Besonderheit vom Server ist auch, dass man Spawner abbauen kann mit Behutsamkeit. Eigentlich sehr wichtig dann für Monsterfallen und so. Entlegt auch nicht so schnell. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir nutzen ja die Sticks. Als beste Nahrung. Ich finde die süßen kleinen Baby-Dorfbohnen so. Lustig, wie sie immer herumhüpfen. Ja, sehr geil. So, also jetzt sollte es eigentlich nicht mehr lange gehen. Wir brauchen einfach für die Türme, es sind vier Türme, brauchen wir einfach rote Sandstein. In den verschiedenen Formen. So, also es sollte eigentlich nicht mehr lange gehen. Es war leider am Anfang in einem Livestream im September, Anfangs Oktober, wo ich dieses Mesobiom per Zufall gefunden habe und mich mega gefreut habe. Genau. Also muss irgendwo im Osten sein, das ist das. Das ist einfach so ein bisschen Stein. Fels, wie sagt man denn? Von einer Höhle, die oben offen ist. Noch ein See. Ich weiß nicht, ich nehme die auch noch mit, die Rosen. Die sind eigentlich genügend, aber ich könnte die eigentlich sehr oft auch gebrauchen dann.
da ich noch ein Schloss bauen werde. Das ist ein bisschen, ja, wie sagt man das, nicht böse, aber ein bisschen, ja, sozusagen nett, dass es ähnlich wird. So, jetzt werde ich gerade angerufen wahrscheinlich. Okay, ja, dann, ja, werde ich mal die Folge beenden. Dankeschön und tschüss. Bis nächstes Mal.